Heutzutage sind wir mit einer Vielzahl verschiedener Bakterien und Mikroben konfrontiert, die für unsere Gesundheit problematisch sind. Dazu gehören zum Beispiel E. coli-Bakterien und durch Lebensmittel übertragene Toxine. Dazu gehören viele nicht katalogisierte Mikroorganismen. Selbst wenn sie durch Kochen abgetötet werden, bleiben die Mikrobenkörper giftig und können sich im Körper ansammeln. Aber auch MRSA, Schimmelpilz, über 50 Gruppen von Streptokokkenstämmen, Parasiten, Salmonellen und Staphylokokken gehören dazu. Verschiedene Bakterienstämme sind heute die Ursache für viele verschiedene Symptome und Erkrankungen. Zählen wir einige auf: SIBO, also der bakteriellen Überwucherung des Dünndarms, Akne, Hefepilzinfektionen, Harnwegsinfektionen, Nasennebenhöhlenentzündungen, chronische Nasennebenhöhlenentzündungen, Lebensmittelvergiftungen, Magen-Darm-Probleme, Blasenentzündungen, Lungenentzündungen, die meisten Ohrentzündungen und vieles mehr. Schimmelpilze sind nicht die Ursache von Krankheiten wie Bakterien, aber Schimmelpilze sind ein Auslöser. Das bedeutet, dass eine Schimmelbelastung dein Immunsystem schwächen kann, sodass die zugrunde liegenden Viren oder Bakterien, die Krankheiten, Symptome und Beschwerden verursachen, gedeihen können. Wenn sich diese Krankheitserreger vermehren, können sich neue Symptome oder Beschwerden entwickeln oder bestehende Gesundheitsprobleme verschlimmern. Parasiten sind ein echter Störenfried, aber sie werden häufig falsch diagnostiziert und missverstanden. Wenn sich jemand wirklich mit einem Parasiten infiziert hat, kämpft er um sein Leben. Ein Parasit wird entweder gewinnen, was bedeutet, dass jemand sein Leben verlieren kann, oder die Person wird ihn besiegen. Wenn jemand über einen längeren Zeitraum mit chronischen Gesundheitssymptomen und Zuständen kämpft, ist es wahrscheinlich, dass diese durch zugrunde liegende virale und bakterielle Infektionen und nicht durch Parasiten verursacht werden. Der Weg, deinen Körper zu unterstützen, besteht darin, die Bakterien abzutöten und auszuhungern. Es gilt, deinen Körper mit den richtigen Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen, dein Immunsystem zu stärken, deine Leber zu reinigen und zu heilen und die Bakterien und Mikroben auszuleiten. Die Pflege der Leber ist der wahre Schlüssel zur Gesundheit des restlichen Körpers. Und die Reinigung ist die ultimative Leberpflege.